Leuchtende Augen und lachende Gesichter. 30 Mädchen konnten heute an einem Fußballtraining der besonderen Art teilnehmen. Die zweifache Fußball-Weltmeisterin Renate Lingor höchstpersönlich stand den Schülerinnen dort nämlich mit Rat und Tat zur Seite. Weil das einfach eine Sache ist, wo jeder, egal ob er schon mal im Verein war oder noch nie Fußball gespielt hat oder sehr, sehr gut Fußball spielt, alle können gemeinsam trainieren und miteinander spielen, ohne dass da irgendwie, ja, du kannst das nicht, oh, nee, die ist mir zu schlecht, die ist mir zu gut, und sondern alle können das miteinander machen. Und deswegen finde ich gerade diese Idee, die dahinter steht, hinter Girls Wanted und auch bei der Schultour, einfach super, und deswegen unterstütze ich das auch immer gern. Der Spaß steht dabei natürlich an erster Stelle. Los ging es mit dem Aufwärmprogramm. Schließlich soll sich keiner verletzen. Seit 5 Jahren macht die Girls Wanted Tour an mindestens 10 Schulen pro Jahr Halt. Unterstützt wird das Training unter anderem von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt. Girls Wanted, Mädchenfußball, ist nach unserer Meinung nach ein ganz fantastisches Projekt, wo man gerade junge Mädchen, auch Mädchen, die benachteiligt sind, stärker einbinden kann, stärker teilhaben lassen kann an der Gesellschaft. Und Fußball und Mädchenfußball ist eine ganz tolle Sache, und deswegen unterstützen wir sehr gerne Girls Wanted und Mädchen. An 3 verschiedenen Stationen konnten die Mädels das Einmaleins des Fußballs erlernen. Beim Speedcheck wurden sie auf ihre Schnelligkeit und Reaktion getestet. Beim Zielschießen sollte die Treffsicherheit unter Beweis gestellt werden. Und am Dribbelparcours zeigte sich, dass Fußball nicht nur mit Ballsicherheit, sondern auch mit viel Geschicklichkeit und Koordination zu tun hat. Mir haben heute die Parcours gefallen und die Bälle. Fußball ist einfach ein Sport für Mädchen und Jungs. Man sollte Mädchen genauso respektieren, die Fußball spielen, wie Jungs. Fußball ist mein Traum. Ich kann alles machen bei Fußball. Alles. Und ich hätte gern, dass es hier gar nicht aufhört, weil es so viel Spaß macht. Ihre neu erlernten Fähigkeiten konnten die Schülerinnen abschließend in einem kleinen Turnier unter Beweis stellen. Und für die erfolgreiche Teilnahme gab es dann noch eine Urkunde und eine Medaille. Insgesamt ein rundum gelungener Tag.